Ihnen erklären. Wie soll ich das denn beschreiben, was passiert ist? Alles hat sehr, sehr einfach und sehr normal angefangen. Es hat nicht sehr lange gedauert, bevor alles völlig verrückt würde. Da waren vier Freaks, also ich habe so viele Freaks in meinem Leben nie gesehen. So eine Art Hauptfreak. Und wie er hieß, also ich konnte seinen Namen nie richtig aussprechen. Und ich weiß nicht warum. Also immer, wenn ich seinen Namen aussprechen wollte, wollte ich immer sowas wie 7 Schläfer, ich weiß nicht. Ja, das Mikro geht immer noch nicht klar, das musst du selber reparieren. Jetzt sind wir ja mal gespannt. Also, selbst hat er seinen Namen nie ausgesprochen. Und deswegen war es schwierig. Der eine Hauptfreak. Es gab zwei Hauptfreaks. Dieser eine war, die waren beide sehr nett. Die eine, dieser Schlingenschläfer, das Der hatte ganz wilde Haare. Der hatte ganz wilde Haare. Und er lächelte sehr oft. Also er war ganz nett. Er hat alles auf den Kopf gestellt. Wir müssen alle genau 4 Jahre Machtwechsel und kommen jetzt praktisch in das Kopf von hier durch die Tür. Also ihr seht, wenn ihr unsere Ränke geht, dann schützt ihr langsam drauf schon, positioniert euch hier und dann kommst du hier als erstes rein. Genau, und dann geht's los mit Weihnachtsfeiern. Ja? Mutter wird reingeführt. Als dieser andere Freak. Der musikalische Freak. Der war auch ganz nett. Er hatte viele Zähne. Er hatte tausende von Zähnen. Und ich dachte immer. Ich hatte ein bisschen Angst. Ich dachte, er würde mich vielleicht beißen. Die Dinge, die wir gemacht haben, das kann ich kaum beschreiben. Fantastischer Cowboy!
Schläfer hat uns geführt. Wir sind ihm gefolgt. Und ob das ein Fehler war? Naja, wir sind ihm gefolgt und das haben wir auch gerne getan. Wir haben mitgemacht. Keine von uns hätte je geglaubt, dass wir mitmachen würden. Aber das haben wir getan. So, es gab eigentlich die zwei Hauptfreaks. Es gab einen szenischen Regisseur-Freak und es gab auch einen musikalischen Freak. Und am Anfang haben die zusammengearbeitet. Es gab zwei Freaks, zwei Hauptfreaks und wir haben versucht alles zu machen, was die zwei Freaks wollten. Aber langsam fiel alles auseinander. Langsam spaltete sich alles. Diese Spalte wurde immer größer. Und am Ende, es gab so quasi zwei Camps. Es gab einen musikalischen Camp. Und es gab einen sieben schiefen Schlingen Camp. Auf einmal wurde es klar, dass wir Hilfe brauchten. Und wir haben nach Hilfe geschrien, wir haben nach Hilfe, wir haben überall nach Hilfe gesucht und es gab keine Hilfe. Wir wurden alle langsam zu Freaks und ich bin halt ein Freak und das ist okay. Passierte was ganz Seltsames. Also dieser Hauptfreak mit den Haaren, der Schlingenschläfer, er hat sich verändert. Also auf einmal, er war immer sehr fröhlich und er war immer sehr lieb. Aber auf einmal wurden seine Augen ganz rot und ganz wild. Also jeden Tag wurden die Augen schlimmer und schlimmer. Er hat sich die Augen wild gerieben. Und er hat geweint und gerieben. Und dann natürlich, deswegen fingen wir alle an, uns die Augen wild zu reiben. Und dann danach, nicht nur die Augen, dann fingen wir an, uns auch an anderen Körperteilen zu reiben. Ich wollte